bin Maxim Bender und ich leite diese Big Band und ich habe eben auch diese Musik geschrieben und wir sind gerade beim Aufnehmen. Das ist schon ganz spannend. Ich habe Komposition studiert und ich höre schon seit langem Big Band Musik und wollte schon immer mal so eine Big Band Scheibe machen. Und da habe ich angefangen für meine Diplomarbeit eigentlich diese Musik zu schreiben und da kam die Idee auf, auch mit den Jungs aus der Band das mal irgendwie so richtig aufzunehmen. Hier geht's los, hier mit diesem Buch. Ja, also hier sind die Noten. Der Malte hat schon geübt anscheinend. Hier, das erste Stück. Ob er das echt spielen kann, keine Ahnung. Werden wir wohl sehen. Freitag ist die erste Probe. Ich habe noch nichts gegessen. Genau. Und es geht los, ne? Und jetzt müsste ein Cut sein. Die Musiker, die mitspielen, das sind gute Freunde. Und ich habe das Glück, dass ich sie alle dafür begeistern konnte, dieses Projekt mitzumachen. Dazu kommen auch noch Musiker, Gastmusiker, wie zum Beispiel Friedrich Köster, Trompete und Flügelhorn und auch Dominik Kesslin und Tenorsaxophon oder Marshall Jakes an der Posaune, so wie unter anderem auch Tobias Kissel am Gesang. Ich denke, dass ich da eine richtig homogene Truppe irgendwie zusammenstellen konnte, die richtig gut funktioniert, auch innerhalb von den jeweiligen Sections. Also ich bin Frederik Köster und habe das große Vergnügen, hier bei der nächsten Bänder Big Band mit dabei zu sein. Ich bin der Silvio und ich spiele Schlagzeug. My name is Marshall Jokes, I'm a trombonist from the United States and I live here in Cologne. Okay, fangen wir also an. Das ist Jan Schreiner, Bassposaunist. Das ist Menzel Mutzke, Trompeter. Ich bin Max von Einem, Posaunist. Ja, die Musik jetzt nochmal in der Big Band zu spielen, natürlich noch eine besondere Herausforderung. So when I walked in the studio today, I immediately heard Donnie play over it, a different piece than I played on, but it was sounded beautiful, the music, and also Frederick Köster was playing and sounds great, so it's nice to sit and listen. Ja, das Besondere an Big Band Musik für mich ist in dem Sinne, dass man mit viel Farben herum experimentieren kann. Also was anders daran ist, ist es eben, dass es moderner Big Band Sound ist. Das heißt, ich bin ja auch noch ziemlich jung in dem Geschäft irgendwie. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit Pop, mit Rock, mit Techno oder so. Also es ist nicht, dass jetzt Techno-Elemente da drin sind, aber die Harmonien von Pop oder so, damit bin ich schon aufgewachsen und das hört man dann schlussendlich auch in der Musik. Können wir das einfach nochmal machen?